Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Und heute am 10. Februar 2021 ist mein Duft des Tages der Bottega Veneta, ist ebenfalls ein femininer Duft, ebenfalls sehr neu in meiner Kollektion und ich bin gespannt, wie sich dieser Duft verhält in puncto Performance und Haltbarkeit. Wir haben hier einen etwas würzigeren Duft als der von gestern, der Mio Mio, der ja sehr floral und pudrig war, geht dieser hier in eine ja etwas würzigere, etwas noch süßlichere Richtung. Und also er gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Hat ein schönes Lederband hier, einen straff sitzenden Deckel und der Sprühkopf ist okay. Allerdings sprüht er wenig und zielgerichtet wie ein Strahl raus und nicht quasi wie der Mio Mio so eine ja, wolkenartige Flüssigkeitsverteilung wie zum Beispiel der Dior Sauvage. Ich bin gespannt, wie er in Performance und Haltbarkeit ist. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer was trägst du heute für einen Duft? Und ich freue mich natürlich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann quasi morgen wieder am 11. Februar. Habt einen guten Tag, habt einen entspannten Tag. Beste Grüße, euer TK.